Frau Tarasch, ist irgendwas? Nein, nein. Das haben Sie einer ja fein ausgedacht, Sie kriminelles Subobjekt, sie. Also, Herr Bürgermeister, bitte beruhigen Sie sich. Das Weibsbild, ich wollte meinen Diebstahl in die Schuhe schirmen. Entschuldigen Sie, das war aber ganz andersrum. Sie wollten mir die Sache in die Schuhe schirmen. Das ist Mord, wissen Sie das? Wie bitte? Politischer Rufmord, das gibt es doch zu, dass Sie mir den Film aufs Handy gespielt haben, um von einer abzulenken. Ist doch wohl der Gipfel der Frechheit. Wegen Ihnen habe ich meinen Job verloren, ist Ihnen das klar? Da kann ich Herrn Saalfeld ausnahmsweise mal gut verstehen, dass er so eine kriminelle Diebin wie einer rausschmeißt. Also, das wird ein Nachspiel haben, das sage ich Ihnen. Also, auf Wiedersehen, Herr Böger. Bis übermorgen zur Klangmassage. Okay, danke, war sehr nett hier. Schön. Hast du einen Moment? Klar. Hast du schon gehört? Was denn? Also mit deinem Vater, meine ich. Johann? Sein Herz hat er wieder einen Anfall bekommen. Nein, ich meine nicht Herrn Gruber, sondern deinen leiblichen Vater. Was ist mit Joshua? Herr Gruber hat ihn niedergeschlagen. Was? Ja, die hatten wohl Streit und... Naja, irgendwann hat Herr Gruber wohl die Beherrschung verloren. Ist mein Vater schwer verletzt? Nein, aber er hat immerhin eine Gehirnerschütterung. Er sitzt auf seinem Zimmer. Wie geht es dir? Es könnte schlimmer sein. Hast du Schmerzen? Kopfweh. Dr. Bergmeister hat dir Tabletten hier gelassen. Danke. Ich halte schon aus. Wenn du sonst irgendwas brauchst. Ein Glas Wasser, bitte. Es tut mir so leid. Du kannst ja nichts dafür. Nein, aber Johann, warum kann der sich nicht einmal zusammenreißen? Willst du nicht doch eine Tablette? Es reicht, dass du da bist. Das ist ja das Mindeste, was ich tun kann, nachdem mein... Freund, Liebhaber, sag es ruhig. Nachdem Johann für deinen Zustand verantwortlich ist. Es tut mir so leid, dass die Situation so eskaliert ist. Mir auch. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Das glaubst du mir doch. Ja. Papa, wie geht's dir? Wenn du mich Papa nennst, keine Sorge. So schnell haut dein Vater nichts um. Mein Gott, Alfons, als er so da lag, ich hab gedacht, ihr habt ihn umgebracht. Das heißt Gott sei Dank nicht. Ja, aber es hätte leicht passieren können. Ich hab Rot gesehen. Ehrlich gesagt, überrascht bin ich nicht, wenn man dein Temperament kennt. Ja, ich weiß. Ich muss mich einfach mehr im Zaum halten. Was sagt die Vera? Was sagt die Vera dazu? Die sitzt jetzt auf seinem Bett und hält Händchen. Ja, willst du dir vielleicht vorwerfen, dass sie sich um ihn kümmert? Ich weiß, dass ich das nicht darf. Ja, aber? Aber? Mensch, Alfons, der hat doch bloß eine Gehirnerschütterung. Ja, immerhin. Ja, aber die Vera macht ein Theater, als ob das sonst was wäre. Du bist immer noch eifersüchtig, oder? Du solltest mal sehen, wie die beiden rumturteln. Johann, bitte. Du hast so viel Porzellan zerschlagen. Wenn sie jetzt weiter grundlos eifersüchtig ist. Grundlos? Ja, du hättest mal sehen sollen, wie die den angeguckt hat, als er da auf dem Boden lag. Die ist erschrocken. Das war mal ihr Mann, da macht man sich doch Sorgen. Die hat ihn mal geliebt. Siehst du? Jetzt sagst du selber, sie liebt ihn. Ich hab gesagt, sie hat ihn mal geliebt. Jetzt liebt sie dich. Schön wär's. Ich bin überzeugt davon.
So weit wäre es nie gekommen, wenn ich ihm nicht erzählt hätte, dass Johann jetzt offiziell mein Vater ist. Wieso habe ich das nicht vorhergesehen? Naja, irgendwann hätte Vater es ohnehin erfahren. Es wäre so oder so zu einer Auseinandersetzung gekommen. Vater ist bestimmt auch nicht unschuldig. Ich weiß, wie er provozieren kann. Er sucht einen wunden Punkt, bohrt so lange, bis man es nicht mehr aushält. Trotzdem, Johann hätte sich beherrschen müssen. Die Situation ist so verfahren. Wenn ich nur eine Idee hätte, wie ich den beiden, wie ich uns allen helfen könnte. Herr Kohlweier, Entschuldigung, selbstverständlich, es ist viel zu laut. Die Gläser fallen ja schon aus der Wand. Nein, Sie haben völlig recht. Die Gäste haben ein Recht auf ein Gläschen in Ruhe. Ich bin kein Spießer, okay? Ich wollte nur mal sehen, was hier abgeht. Ich habe keinen Probenraum. Und ich wollte die Gitarre mal ausprobieren. Ich könnte die kaufen. Ja, also von mir aus müssen Sie nicht aufhören. Dann sind Sie nicht gekommen, um mir den Strom abzudrehen? Nein. Ich wollte nur mal gucken, wer das spielt. Ach. Ja, jetzt wissen Sie es ja. Ein Synthi haben Sie auch? Ja, ist eigentlich eher mein Instrument. Von Gitarre habe ich wenig Ahnung. Dafür spielen Sie aber verdammt gut. Danke. Hey, Sie aber auch? Synthi? Ich? Nein, ist nicht mein Instrument. Und Gitarre klingt bei mir eher nach Kreissäge. Ich bin eher für die Percussion zuständig. Schlagzeug? Kongas und so weiter. Aber allein macht das keinen Spaß. Wir könnten doch zusammen... Abgemacht. Klar. Ja, ich meine, und Kongas und Gitarre klingt verdammt gut. Ja, dann fehlt uns nur noch der Bass. Wenn wir schon Musik zusammen machen, dann... Sagen wir du. Marc. Ben. Ja, wäre auch komisch. Könnten Sie mal das Swift ein bisschen schneller spielen? Ja, nee, das ging ja gar nicht. Gerne. Mhm. Du, Vera, ich hab Wurstsalat gemacht für dich. Danke. Möchtest du welchen? Heute nicht. Bist du böse auf mich? Wundert dich das? Ja, ich weiß. Mir ist die Sicherung durchgebrannt, aber ich verspreche dir, das passiert nicht wieder. Dass du dich immer so schnell aufregen musst. Dein noch Ehemann ist auch nicht ganz unschuldig dran. Erst Dr. Bergmeister, jetzt Joshua. Wen prügelst du als nächstes? Er hat mich provoziert. Er wollte, dass ich mich vergesse. Er wollte sich bei dir entschuldigen, weil er eingesehen hat, dass es falsch war, dir zu drohen. Ach Quatsch, er wollte, dass ich ins Gefängnis komme, damit er freie Bahn hat für Samia und dich. Ins Gefängnis? Jetzt übertreibst du. So, und warum hat er dann gedroht, die ganze Sache auffliegen zu lassen? Selbst wenn, er hat dann ja eingesehen, dass es der falsche Weg war. Die Entschuldigung war doch nicht ernst gemeint. Woher willst du das wissen? Hab ich mit ihm geredet oder du? Geredet hast du ja weniger. Ja, aber genug, um zu wissen, was Sache ist. Ich dachte, der Schock hätte dich zur Vernunft gebracht, aber nein, ich muss mich wohl geirrt haben. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Du tust gerade so, als wäre Joshua an allem schuld. Du hast ihn geschlagen, nicht umgekehrt. Ach nee. Hat er dich jetzt auch schon eingewickelt? Blödsinn. Nur weil ich ihm glaube, dass er sich entschuldigen wollte. Ihm glaubst du und mir glaubst du nicht? Nein, in diesem Fall nicht, weil ich nämlich weiß, wie verbohrt du sein kannst. Danke. Samia glaubt ihm übrigens auch. Sag mal, du gehst doch jetzt nicht etwa zu ihm um diese Uhrzeit. Hast du was dagegen? Hm.